Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level per Day. Beim letzten Mal habe ich gehört, war irgendwie die Facecam, aber müsst ihr mal drauf achten. Swiss Force Beginner Kaizo 2. Die Swiss Force wieder. Oh. 129 von 829 haben es geschafft, Kaizo 2. Ah, Swiss Force. Verzweifeln. So, Timer läuft. Was will der von mir? Warning, not for beginners. Ach, toll. Kann mir das mal jemand erklären? What the... Soll ich das jetzt machen? Hallo? Versteckte Kamera? Joke? Welche Kamera muss ich gucken? Hm? Ich finde die Kamera nicht, in welche ich gucken muss. Geht's noch? Okay. Was? Wo muss ich hin? Kaizo, im allen Respekt, aber das ist schon kein Kaizo mehr. Beginner Kaizo 2. Alter Leute, also ich habe wirklich Kaizo Mario 1 ein bisschen gespielt, ja, und habe ein paar Sachen hinbekommen. Ich glaube, die ersten 2-3 Level habe ich hinbekommen, ja. Man kann ja speichern. Aber... Was? Alter, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wie geht denn das? Also ich probiere es jetzt noch 2-3 Mal und dann kapituliere ich, bin ich ganz ehrlich. Wenn er es hochkriegt, dann... Was? Nein. Ist da irgendwas auf der Schiene, was ich nicht sehe? Unsichtbarer Block oder so? Ich guck mal. So guck ich schon mal nicht. Entschuldigung, mich hat eine Fliege abgelenkt. Die war gerade ein bisschen interessanter als dieses Level hier. Und das war jetzt gerade meine ehrliche Meinung. Also, liebe Swiss Force, wenn du mir Level schickst, Panga oder sowas. Alter. Ich muss passen. Ich rall's nicht. Ich rall's nicht ganz im Ernst. Also ihr könnt das Level ja selber testen. Ihr seht es hier unten in der Videobeschreibung. Oder in der, ja, in der Videobeschreibung. Und jetzt hier ein Voting zu geben, ist auch schwer. Also, gerade weil ich halt so wenig sehe. Es ist halt wirklich schwer, da eine Bewertung zu geben. Ich kann für das Level einfach keinen Stern geben. Das geht nicht. Das kann ich einfach nicht. Beginner Kaizo, nein, es ist nicht. Levelmechaniken werden wahrscheinlich stimmig sein.
Level-Optik passt aber nicht. Also sagen wir mal, die Level-Mechaniken sind in Ordnung. Und es gab keine Gegnerflut. Jo, okay, gut. Können wir auch noch sagen. Ja? Aber das war's. Also die Level-Optik, ja, es ist ein Kaizo-Level. Kaizo-Level haben keine Optik. Da kann man auch nichts für geben. Wobei, es gibt Leute, die können die gut machen, ne? Aber Name, Inhalt, nein, es ist kein Beginner-Kaizo. Also Kaizo 1, ja, ist dann Kaizo. Und Beginner-Kaizo ist, dass die Mechaniken beigebracht werden. Aber doch nicht das. Das verstehe ich jetzt nicht. Und ich sehe gerade, meine Facecam ist echt asynchron. Wann hängt das? Mal ganz kurz ergründen. Jetzt ist sie wieder synchron. Hängt wahrscheinlich mit was anderem zusammen. Könnte mal das da entfernen? So. Also, wie gesagt, probiert es selber aus. Vielleicht habt ihr eine Lösung. Wenn ihr dazu ein Video habt, wie es geschafft wurde, dann packt es mir unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der irgendwas gegen Werbung hat. Wenn es da jemanden gibt, gerne her damit. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Troll rein. Tschüss. Tschü. Gut. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, warum er hier asynchron wird.